Hast du mich eingeschlossen? Ja. So, hi, da bin ich wieder, euer Tabletop-Troll. Und jetzt gucken wir mal in den neuen Chaos Demon Codex für Warhammer 40k. Den habe ich mir bestellt, habe reingeguckt und ich war im Vorfeld war ich richtig, richtig heiß wie Frittenfett, weil ich mir gedacht habe, wie geil ist das denn? Ich habe doch Maggotkin of Nurgle für AOS und Nurgle sind da auch hier wieder spielbar. Und durch den Vorteil AOS runde Bases kann ich die 1:1 hier einsetzen. Nicht alle Einheiten, das habe ich mir fast gedacht. Finde ich zwar ein bisschen dumm, von GW auch, aber gut, kommen wir nachher nochmal drauf. Ja, aber ich hatte richtig, richtig Bock auf den Codex. Und als ich den dann endlich in Händen gehalten habe und durchgeblättert habe, muss ich ehrlicherweise sagen, war ich sehr enttäuscht. Gerade was halt Nurgle angeht, das war natürlich so mein Fokus. Bei den ein oder anderen Fraktionen oder Armeen, da geht das eigentlich. Aber ich fand Nurgle ist, ja, wie habe ich gerade so schön im Vorfeld mit einem Bekannten gesagt, Nurgle hat abgestunken. Aber nicht auf die gute Nurgle-Weise, sondern auf die kompetitive Seite. Nicht gut. Ja, aber lass uns einfach mal ein bisschen schauen, was steckt so in dem Codex drin. Ich spare mir mal so den allgemeinen Blabla, ne? Für 42,50 € kann man noch ein bisschen was erwarten bei dem Buch. Also, einiges ist ja auch schon ein bisschen gespoilert worden, Warhammer Community und Co., was grundsätzliche Regeln angeht. Also, was ich zum Beispiel sehr schade finde, ist, dass jetzt die einzelnen Fraktionen, also Tsiinch, Slaanesh und Co., keine individuellen Sonderregeln haben, sondern die Dämonen haben alle gewisse Sonderregeln und die finde ich zumeist nicht so super. Ja, also die sind jetzt nicht schlecht, aber die haben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Und manche finde ich einfach umständlich. Wofür? Also mir schließt sich der Mehrwert da nicht. Es gibt zum Beispiel die Regel Verderbniswaffen und dann steht da Verderbnis und eine Zahl hinter. Und das bedeutet einfach, ihr habt die Attacken nochmal zusätzlich mit dieser Waffe. Also selbst wenn ein Modell mehrere Waffen hat, habt ihr die nochmal zusätzlich. Verstehe ich nicht. Also ist umständlich. Warum? Ja, dann macht er einfach vorne aus Nahkampf und dann sagt er so und so viel. Oder auch bei Fernkampf oder wie auch immer. Also wollte mal wieder irgendein Gimmick bringen. Das ist ganz besonderes für Dämonen, aber hat bei mir nicht gezündet. Ja. Diese Regel dämonisch, die hat vielleicht schon der eine oder andere mitgekriegt, dass die unter anderem keinen Rüstungswurf in dem Sinne mehr haben, sondern die haben jetzt einen dämonischen Rettungswurf, wie das heißt. Okay. Und das sind immer zwei Profile. Und das ist jetzt ein bisschen tricky, oder man muss es einfach am Schirm haben. Der erste Wert gilt gegen Nahkampfattacken, der zweite gegen Fernkampfattacken. Und variiert schon mal, je nach Modell. Was spannend dabei ist, es gilt halt als Rettungswurf und ist damit auch nicht, oder zumindest laut Regeln, nicht modifizierbar. Da weiß ich, haben sich ganz viele aufgeregt, haben gesagt, boah, das ist so overpowered. Wo ich mir denke, naja, es geht. Ja, wenn ich einen 5er Rettungswurf habe, ist es trotzdem ein 5er. Also Statistiker unter euch, ja, nur beim Drittel aller gelingt mir der Schutzwurf. Natürlich, ich kann den nicht modifizieren und wenn ich mit der riesen super Hyperwaffe drauf schieße, ja, schütze ich genauso gut wie gegen einen Lasergun vom Imp. Ja, also ich finde es jetzt nicht mega, es ist ganz solide, es ist für mich aber auch fluffig, passend zum Dämon. Ja, dass ihnen eigentlich egal ist, was das für eine Waffe ist. Ja, kommt auch da wieder die Frage, muss das sein mit Nahkampf, Fernkampf? Das ist ja nochmal ein Unterscheidungsmerkmal ein bisschen in den Fraktionen, aber finde ich, macht es auch wieder ein bisschen kompliziert, weil da muss man sich jetzt auch noch zwei verschiedene Schutzwürfe merken bei jedem Modell. Also unterschiedlich teilweise. Ne? Dann nochmal Manifestation. Auch fluffig eigentlich zu sagen, ja, die plöppen auf einmal auf und kommen aus dem Warp raus. Aber auch regeltechnisch etwas kompliziert gemacht und klang im ersten Moment sehr cool. Wenn man es dann aber mal auf die Praxis übersetzt, haut es gar nicht mehr so rein. Weil ihr habt die Möglichkeit, auch wieder zweigeteilt, das ist total komplex oder das macht es aus meiner Sicht künstlich kompliziert. Also ihr könnt in der eigenen Aufstellungszone innerhalb von 3 Zoll auch um feindliche Modelle. Das finde ich sehr stark,
wenn ihr irgendwie vom Gegner überrannt werdet. Ja, Tyrannidenschwarm crusht bei euch rein, könnt ihr sagen, ich setze einen in 3 Zoll und kann sogar noch angreifen. Cool. Ne, das ist eine gute Sache. Und auch außerhalb der eigenen Aufstellungszone, aber nicht innerhalb der vom Gegner, ist okay. Und ihr müsst Abstand vom Gegner halten, entsprechend der Höhe dessen Moralwert. Klingt jetzt kompliziert. Also beim Space Marine Moralwert 8, ihr müsst 8 Zoll Abstand halten. So, und da finde ich jetzt wieder, da wird es schwierig. Ja. Klar, wenn ihr jetzt gegen Goblin spielt, dann könnt ihr nah ran. Aber es müssen immer mindestens 3 und maximal 9 sein. Aber die meisten haben ja irgendwie so 7, 8. Ne? Wenn dann da ein Sergeant mit bei ist oder so, wo ich dann sage, ja cool, auf 8 Zoll rankommen, ist für mich jetzt nicht die Mega-Erkenntnis. Das können Gene-Stealer auch. Und da kann ich es auch in der gegnerischen Aufstellungszone. Mhm. Es gibt zwar noch eine Möglichkeit, wo man das auch in der gegnerischen Aufstellungszone kann, auch in 6 Zoll Reichweite, egal wie hoch der Moralwert ist. Dann müsst ihr aber ein sogenanntes Warp-Nexus-Modell in der Nähe haben. Und dieses Keyword haben nicht viele. Also deswegen auch da, ja, storytechnisch voll die geile Idee, aber regeltechnisch verkackt. Ich kann es nicht anders sagen. Also das ist mir zu kompliziert, weil es gibt Variante A, Variante B und Variante B hat noch 2 Versionen. Ja. Beides ist halt, also da kann man ja im Vorfeld auch schlecht planen, wenn ich nicht immer weiß, gegen wen ich spiele. Ja, wenn ich immer gegen Space Marine spiele, gegen meinen Kumpel, dann weiß ich, okay, wie weit werde ich rankommen. Aber wenn ich vielleicht ja auch mal ein Turnier spielen möchte oder so im Club und man weiß vorher nicht, gegen was man spielt, ist das unheimlich schwierig. Man kann sich da nicht gut mit drauf einstellen. Und dann ist das halt so planungstechnisch auch mal schwierig. Aber dann haben sie noch so ein dämonisches Entsetzen, -1 Moralwert und -1 Zermürbungswert beim Gegner. Ist in meiner Erfahrung meistens nicht das Riesenthema. Ja, deswegen ist das auch so ein Ding, ja, nice to have, aber es ist kein Game Changer für mich. Und Warpsturm ist ja so eine Regel, die sie auch bekommen haben, wo man so Warpsturm-Punkte kriegt am Anfang des Zuges und dann daraus quasi nochmal Effekte ableiten kann. Man kriegt am Anfang der Runde, beim Gucken würfelt man 8 W6 und für jede 4 kriegt man einen Punkt. Und die Punkte könnt ihr aber auch nicht aufbewahren, das heißt, ihr müsst die verbrauchen. Außer ihr setzt wieder irgendwelche Fähigkeiten von Helden und so weiter ein. Und könnt dann unterschiedliche Sachen damit, ich sag mal, freischalten. Und da fand ich auch die Range von, ja, ist ganz cool für Gratis-Punkte zu, ja, dann lasse ich die Punkte auch verfallen, wirklich sehr breit. Ja. Und auch hier nochmal so das Credo, Nurgle hat nicht so coole Sachen gekriegt. Also da habe ich ein bisschen vor mich hingejammert, ganz, ganz leise und elendig. Also es ist nochmal unterteilt in ungeteiltes Chaos, da gibt es Warpsturm-Sachen und dann für jede Fraktion. Also für Korn, Nurgle, Tsinch und Slaanesh. Und bei Korn, finde ich, sind da richtig geile Sachen bei. Ich finde hier eins, das kostet zum Beispiel auch nur 2 von diesen Warpsturm-Punkten, was durchaus realistisch ist mit 8 Würfeln, ja, das zu kriegen. Und wenn ihr das nutzt, dürft ihr ein W6 für jede feindliche Einheit innerhalb von 24 Zoll um eine, ich sag mal, Korn-Einheit werfen und bei einer 6 kriegt die W3 tödliche Verwundung. Klar, nur bei einer W6, aber jede feindliche Einheit innerhalb von 24 Zoll um eine Korn-Einheit. Und da Korn jetzt eher offensiv unterwegs ist, halte ich die Wahrscheinlichkeit für sehr hoch, dass er es schafft. Weil hier steht auch nichts von Sichtlinie. Ja. Also das ist cool für 2 Punkte. Und wenn ich dann überlege, 4 Punkte bei Nurgle, ja, habe ich gedacht, wow, was kommt denn jetzt? Ich habe erst Korn gelesen, habe ich gedacht, Nurgle, 4 Punkte, jetzt haut es richtig rein. Ja, wenn ich das einsetze, darf ich bei den Nahkampfattacken +1 auf den Trefferwurf machen. Also, verstehe mich nicht falsch, das ist schon cool, +1 auf den Treffer, aber 4 Punkte? Bei dem anderen kann ich tödliche Verwundungen durch die Gegend schießen, ohne Sichtlinie, 24 Zoll und hier halt nur im Nahkampf. Da muss ich ja erstmal mit den ganzen Einheiten im Nahkampf sein. Was mit Nurgle, bei deren Geschwindigkeit ja schon gar nicht so einfach ist. Also deswegen, da ist dieses Gefälle so... Ja. Also es ist auch wieder ein nettes Gimmick, weil es kostet jetzt keine Extrapunkte, aber auch da, das ist jetzt nicht, wo ich als Gegner mit schlotternden Knien da stehen würde. Ja. Also da kam nochmal so ein Drücker und ich gesagt habe, ach, ist doch Käse. Dann ist es halt so aufgebaut, das Buch, dass quasi jede Fraktion einzeln, also da kommt erstmal Korn, dann Zinsch, dann Nurgle und so weiter.
Für jeden gibt es eigene Psi-Kräfte, für jeden gibt es eigene Generalseigenschaften, Reliquien, haben wir vergessen? Ja, Gefechtsoptionen. Ja. Ist eigentlich immer eine Seite, also es ist überschaubar. Ihr könnt auch Multifraktionen spielen, ihr müsst immer nur gucken, dass ihr euch nicht den Vorteil zerschießt, wenn ihr zu viel mixt. Ja. Ist auch alles natürlich extrem reglementiert. Ich finde es ein bisschen too much an der Stelle. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe für mich so ein bisschen, als ich das gelesen habe, habe ich überlegt, ich war wie gesagt sehr traurig mit Nurgle und habe mein persönliches Power-Ranking gemacht. Und für mich steht Khorne an erster Stelle, weil die, finde ich, sind auch stylisch, das passt so in deren Story. Ja? Da wird nicht groß taktiert, die hauen drauf, die hauen aber auch fett drauf. Da lohnt sich das. Also da hätte ich auch echt Angst, wenn die chargen. Ja? Bei den anderen, ja, mit Abstrichen. Also mein persönliches Power-Ranking, Khorne, auf jeden Fall. Die haben einen Boost erlebt da durch den Codex. Ja. Tsinch, manche Einheiten. Slaanesh ist auch noch okay. Nurgle, sorry. Also da habe ich schon gar keine Lust. Da will ich mit den Nurgle gar nicht antreten, weil da werde ich einfach nur vom Feld geballert. Ja, da sind die großen Jungs cool. Die gehen auch von den Punkten her vollkommen klar. Aber da kann ich auch nur limitiert von spielen. Und ich habe auch keinen Bock, irgendwie mit welchen Regeln und Tricks auch immer 8 von den Dicken zu spielen, weil dann hat mein Gegenüber keine Lust. Ja, so eine komplett übertriebene Liste. Deswegen, ja. Genau, habe ich ganz vergessen. Jeder kann auch nochmal hier seine Heroes irgendwie nochmal ein bisschen abpimpen oder aufpimpen. Aber auch da teilweise, also wenn ich hier sehe, 40 Punkte extra als das Upgrade des Helden, ja. Klingt fett, heißt nämlich unaufhaltsames Gemetzel, der Held oder das Modell, ja, kann nicht mehr als 8 Lebenspunkte pro Phase verlieren. Das ist cool, aber pro Phase, das hat der Void Dragon von den Necrons auch, aber mit 3. Mit 3 und dann muss man, das muss ja schon ein fetter Dämon sein, weil 8 pro Phase, das heißt Psi-Phase 8, Fernkampfphase 8, Nahkampfphase 8 sind 24 Leben, ich glaube, ja. Die haben 22, also Garaban hat 22. So, nicht für 40 Punkte. Ja. Oder auch da wieder, es kommt drauf an, gegen welche Armee. Ja. Gegen Edmec, möglich, weil keine Psi-Phase und Nahkampf hauen nämlich so rein. Ja, aber ob es sich dann lohnt, weiß nicht. Ja, also wie gesagt, Khorne, für mich auf jeden Fall der Gewinner. Ja, da sind coole Modelle, beispielsweise Garabrand. Die hauen unheimlich rein. Was ich da ganz witzig fand, der hat eine Aura. Und da weiß ich nicht, ist das jetzt ein Übersetzungsfehler oder ist das bewusst so gewollt? Weil die Aura hat 3 Effekte und es steht nur, solange sich eine Einheit, da steht jetzt nicht feindliche oder eigene Einheit oder Khorne oder irgendwie mit Keyword. Das heißt, aus meinem Verständnis wird das auch für die gegnerische Einheit wirken, was ja, mit Bedacht zu beachten ist, was es aber auch irgendwie ein bisschen witzig und passend macht. Ne? Das ist nämlich so eine Aura von fleischgewordener Wut, plus 1 auf den Attackenwert der Modelle. Man besteht den Moraltest automatisch und wenn man sich zurückziehen will, muss man 3W6 würfeln und muss unter dem Moral noch bleiben. Also das finde ich ganz cool, dass der Effekt auch auf die Gegner ausstrahlt. So lese ich das zumindest. Ja? Und ansonsten halt einfach ein unheimlich großes Modell mit ganz fieser Attacke, ja, mit ihrer schweren Waffe, Stärke 16, minus 4, W3 plus 3, keine Rettungswürfe. Hoppala. Ja, also das erinnert so ein bisschen an die fetten Taukanonen. Auch normaler Blutdämon, auch immer die kleineren Helden. Hier der Schädelsammler, finde ich, ist auch mega cool. Trifft auf die 2, hat eine Stärke von 6, minus 3, 3 Schaden, auch keine Rettungswürfe. 6 Attacken. Ja, gib ihm. Ja. Und wenn man gegen Charaktermodelle kämpft, Treffer und Verwundungswurf wiederholen. Also das ist ein Modell, da hätte ich Angst vor. Ja, wenn der auf dem Schlachtfeld ist, ich gucke mal eben, was kostet der Schädelsammler. 110 Punkte, das ist ein Witz. Ja. Also als Kornspieler würde ich mich freuen. Als Gegner würde ich sagen, pff, für so ein krasses Modell. Ja. Gut, Manko ist immer, ich habe nur diesen dämonischen Retter. Ja, von 4+, egal ob da eine Laserkanone oder eine kleine ein Lasergewehr drauf schießt. Dabei haben aber die großen, also ich bin jetzt hier gerade noch bei Khorne, fast alle Widerstand 6. Also das ist, da muss ich dann auch erstmal durchkommen. Was natürlich so ein bisschen schade ist bei den Monogott-Regelungen, es sind
teilweise sehr wenig Modelle zur Auswahl. Und ein Großteil davon ist dann HQs. Ne? Wenn ich jetzt gucke, hier sind es 7 HQ-Modelle und 1, 2, 6 Nicht-HQ-Modelle. Ja? Eine Standard mit den Zerfleischern. Und bei den ganzen Standard ist ja vielleicht auch nochmal als Manko, die sind immer als 10er-Trupps reglementiert. Früher konnte man die auch größer machen und so ein 20er-Trupp Zerfleischer war auch ein Ding. Oder ein 20er-Trupp Blackbearers, wo dann auch noch der Schaden reduziert wurde, den die gekriegt haben. Das war übel, weil die waren einfach echt anstrengend und nervig. Jetzt ist ein 10er-Trupp mit in der Regel einem Leben, ja, Zerfleischer beispielsweise, die sind auch mal schnell weg. Ja. Die sind aber tatsächlich selber an sich eigentlich ganz cool auch wieder, weil die haben Stärke 5, die haben 2 Attacken im Profil und machen DS-3, 2 Schaden. Also die teilen aus, wenn sie ankommen. Und was ich auch ganz schick finde, ist die Schädelkanone. Die hatte ich auch mal damals, als ich damit überlegt habe, mir rausgepickt. Da war die aber echt schlecht vom Profil her. Und jetzt hat die W3 plus 3 Schuss, Stärke 8 minus 2, 2 und Gegner profitiert nicht von Deckung. Also dafür, dass Korn ja sonst eigentlich eher nahkampflastig ist, ist das ein cooles Artillerie-Basic für hinten. Und man kann den Schädelaltar spielen, den man vielleicht auch schon aus Age of Sigmar kennt. Also die Fraktionsgeländestücke sind integriert und auch so ein paar Modelle, aber aus meiner Warte hat man auf jeden Fall da bei GW auch nochmal eine Chance liegen lassen. Entweder, Marketing-Tipp Nummer 1, ein neues Modell mit rauszubringen zu dem Codex. Siehe Parasit von Mortex bei den Tyranniden. Oder zu sagen, ja, wir wissen noch nicht, wie wir das flufftechnisch einbauen, aber wir übernehmen mehr oder alle Modelle von Age of Sigmar, weil, hey, der bisher nur 40k spielt, kauft dann auch die Modelle. Tja. Für mehr Marketing-Tipps, GW, abonniert meinen Channel. Ja. Zinsch ist am Ranking 2, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte eigentlich mit ein bisschen mehr Psi gerechnet. Und hatte in meiner Erinnerung, dass auch zum Beispiel diese rosa Horrors und Blue Horrors, dass die Psi können. Hier können sie es auf jeden Fall nicht. Oder nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht verwechsel ich es auch von AOS. Dafür sind andere, sag ich mal, überraschend stark. Wenn ich zum Beispiel sehe, also klar, ne, die großen Superzauberer haken hinter, ne, Kairos Schicksalsweber und auch sowas wie der Zauber mit dem Höllentor. Also wer das schon mal gegen gespielt hat, weiß, das ist ganz furchtbar. Andererseits sind so manche Psi-Kräfte, wo ich sage, ja, ist jetzt nicht so der Hammer dafür, dass das aber die Psi-Fraktion ist aus den 4 Chaos-Göttern. Was aber cool ist, war, zum Beispiel hat mich überrascht, hier so dieser kleine Schicksalsflügler, der rosa Horror auf dem dämonischen Rochen, was auch immer das ist. Weil wenn man den ein bisschen upgradet, kostet er ungefähr so viele Punkte wie der kostet glaube ich 150 Punkte, habe ich mal ausgerechnet, hat eine Bewegung von 14, fliegt, kann zweimal zaubern, hat, was hat er dann? 2 Attacken mit Stärke 7 minus 4, 2 und nochmal, durch diese Verderbnisregel, 6 Attacken, Stärke 6 minus 3, 2 Schaden. Achso, genau, und in meinem Upgrade für 5 Punkte extra plus 1 auf Psi-Test. Also dann habt ihr ein Modell, was mit 14 mit 4 fliegen kann und dann auch nochmal eben 8 Attacken raushaut. Hätte ich jetzt bei so einem kleinen pinken Ding nicht erwartet unbedingt. Ja, hier hat man als Standard halt diese Horrors, die ich jetzt so nicht so super stark finde. Was hier aber nochmal cool ist, also die Kreischer finde ich cool, fand ich schon vorher cool, weil die austeilen können und ne, 16 Zoll fliegen. Ich finde, das ist immer nochmal eine echte Anlage, ne? Gerade da die Spielfelder kleiner geworden sind, ist mit 16 Zoll und fliegen schon, hat man ein bisschen was. Ja, Nurgle, ich würde fast am liebsten drüber blättern, ja, ganz ehrlich, aber lasst uns kurz drüber reden. Ich finde, bis auf die dicken Kerls, also den Rotigos und den Great Unclean One, ist das meiste Käse in 40k. Ist das ist so. Ja. Und selbst die große, deren dickes Pro ist, dass sie einen Widerstand von 9 haben, was natürlich echt heftig ist. Und 24 Leben. Ich gucke mal, ob beide 24 Rotigos und der Verpester 22. Und mit den Waffen können die einigermaßen zuhauen. In Klammern für Nörgelverhältnisse. Ja? Also machtvoller Schlag, Schadenswert 3 und hier ist es W6. Ja, klar, der Großverpester kann mit der Glocke nochmal so ein paar Seuchenhüter zurückbringen.
das scheint insgesamt so die Systematik zu sein. Ja, dass ihr nur noch 10er-Trupps habt, aber versucht, die irgendwie wieder zurückzuholen. Aber da bin ich auch echt nicht so begeistert, weil ich sage direkt, die sind scheiße. Ich finde die scheiße, vor allem für die Punkte. Ja. Weil da kostet mich ein 10er-Trupp 150 Punkte. Der Vorteil ist, die haben zwei Vorteile. Ich blätter jetzt mal drüber. Die haben zwei Lebenspunkte. Und Widerstand 5. Nein, ich habe noch einen dritten Vorteil. Bei einem unmodifizierten Trefferwurf von 6 verwundet das automatisch. Das ist deren Waffe. Aber dafür haben die Kampfgeschick 4, Stärke vom Trigger ist 4, minus 2, 1 Schaden, 2 Attacken. Bewegen sich 5 Zoll. Also die schleichen und dann haben die nicht mal viel Output. Es ist ja schön, dass die einstecken können, aber allein das bringt es ja nicht. Ja, und dann sind wir wieder bei im Nahkampf einen Rüstungswurf oder einen dämonischen Rettungswurf von 5. Ja, cool. Aber dann wird ja vielleicht von einem Imperial Guard zusammengekloppt. Ja. Da habe ich mich gefreut. Ah, Nörklinge, Standardeinheit. Billige Standard, nervig, stellt man irgendwo hin. Ja, Hinweis, nicht als Pflichtauswahl möglich im Kontingent. Ja, danke dafür. Ja. Deswegen, die Charaktermodelle, auch da in AOS für mich deutlich stärker. Ja. Fockenbote ist noch ganz okay und Horticus Slimox lohnt sich eigentlich auch nur, aber das ist auch in AOS so, um die Schleimbestien zu pushen. Die, finde ich, sind ganz cool, weil die 6 Attacken im Profil haben, minus 2, minus 2 und auch nochmal tödliche machen können. Und das ist eine ganz fette Regel tatsächlich, dass die am Ende jeder Phase, wenn die Lebenspunkt verloren haben, aber nicht zerstört worden, wieder volle Leben haben. Und die haben 7 Leben. Das heißt, ihr nehmt den 6 ab, das lebt noch mit einem Punkt, die Phase ist vorbei, egal ob sie oder was auch immer, volle Leben. Und wenn es doch zerstört, explodieren die bei einer 6 und feindliche Einheiten nehmen von 3 Zoll kriegen eine tödliche. Das ist cool, das ist eine coole Einheit, ich würde die gerne als Standard nehmen. Geht nicht, sind Elite-Slot. Ja, die Seuchendrohnen sind genauso bescheiden wie in AOS, also kann ich gar nichts abgewinnen, außer dass die verhältnismäßig schnell sind mit 10 Zoll. Und die wuchernde Schlundrinne, dieser lustige Baum mit den Glocken, den kann man ja jetzt auch spielen. Der ist von den Regeln her sogar nicht so schlecht, finde ich. Kostet, glaube ich, 75 Punkte im Spiel, weil der mehrere Sachen hat. Könnt ihr irgendwo aufstellen, aber weiter als 9 Zoll vom Gegner. Der Gegner, wenn er in Nahkampfreichweite ist, kriegt Schaden. Wenn ihr eine eigene Einheit drum habt, also keine Fahrzeuge und Monster, also die kleinen, zieht der Gegner im Fernkampf 1 ab und ihr könnt auch Sachen wiederbeleben. Also Seuchenhüter, ne? Da sind wir wieder. Aber das Ding kann ja auch beschossen. Ja, es hat Widerstand 7, 9 Leben. Und es hat halt ja auch wieder keinen Output. Also es ist nur eine Support-Einheit. Und nur, wenn ich eine Seuchenhüter-Einheit da stehen habe, also es macht ja fast nur Sinn, das an einen Missionszielmarker zu setzen. Zu sagen, den will ich jetzt halten auf Biegen und Brechen. So. Also das ist mir zu starr. Jetzt meine ich, ist Nörgel natürlich jetzt nicht hier der Fancy-Gott, der tausend tolle Moves hat. Aber für mich fehlt so ein bisschen der Schrecken, zu sagen, oh Gott, ich kriege die gar nicht weg. Ja, doch. Ja. Die haben jetzt keine Regel, Schaden wird reduziert oder so. Nee, wenn du durch bist, bist du durch. Ja, der Widerstand ist in der Regel höher, aber mein Gott, ob jetzt 5 oder 6 ist, also es macht bei den meisten Waffen keinen Unterschied. Ob du dann triffst du auf die 5, ja, oder mal auf die 6, aber ja. Bei Slaanesh, ja, auch ein Up and Down. Also da war tatsächlich auch, die waren auch nur ganz knapp vor Nörgel. Ich war aber auch vorher jetzt nie der riesen Slaanesh-Fan. Aber was mich erstaunt hat, ist, dass eigentlich fast jedes HQ zocken kann. Oder sehr viele zumindest, guck mal gerade. Ja. Psionika, 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 Psionika. Das hätte ich eher bei Tzeentch erwartet. Ja, oder beziehungsweise diese Dichte an Psionikern. Was da ganz cool ist, dieser Spiegel ist mit beigekommen. Ich finde, der ist auch ganz cool von den Regeln her. Dieses große Modell, Syleske oder wie auch immer das heißt, keine Ahnung, ist dazu gekommen. Und das ist halt auch cool, weil der haut dann auch mit Stärke 7, minus 3, 3 Schaden zu bei 6 Attacken. Ne? Also nicht nur so ein kleiner filigraner Fechter, sondern einer, der mal wirklich eher die grobe Sense schwingt. Also das ist, da ist die Balance ein bisschen besser geglückt. Auch hier wieder ihr seht mich blättern, das sind alles HQs, ja, also es ist noch krasser.
da wieder so ein Ungleichgewicht, sag ich mal. Ne? Sehr viele Hakus, nicht viel anderes. Und bei Slanisch finde ich es jetzt eh ein bisschen lahm, dass das alles diese Streitwagen sind, aber okay, das persönlich. Die Dämonetten finde ich tatsächlich ganz cool und da weiß ich, da wurde sich auf jeden Fall aufgeregt in der einen oder anderen Community, in der ich bin, weil die haben Bewegungszehen, treffen auf die drei, haben 4 Attacken im Profil, Stärke 4 gekriegt, also so viel wie ein Space Marine, haben zwar nur -2 einen Schaden, aber bei 4 Attacken ist das schon gut. Ja. Und 10 zur Bewegung, also die sind echt schnell da. Klar, die stecken auch nicht viel ein mit Widerstand 3 und ein Leben, aber da geht's einfach, da ist einfach die Masse nachher. Ja, und vor allen Dingen auf den kleinen Bases können viele attackieren, auch wieder nur 10er-Trupp, ja. Aber gut, die kosten auch verhältnismäßig wenig. Guck mal gerade, Dämonetten, 120 Punkte. Ja. Diese Fleischer waren es 130, die Horrors 70 bzw. 150. Ja. Also genauso teuer wie die Seuchenhüter, die nichts können. Die können nichts. Mann, wisst ihr, wie viele Seuchenhüter ich noch gemalt habe in letzter Zeit? Bin echt angepisst. Ja. Ja, und dann gibt es noch das ungeteilte Chaos, wo ihr Bellacore mitspielen könnt. Auch da eigene Begabung. Es gibt eine. Ja. Und da könnt ihr einfach verschiedene Sachen mischen. Und dann gibt es noch als einzige Sondereinheiten noch halt mal einen Dämonenprinz und einen Seelenzermalmer. Ist auch so hinten dran gepatscht. Irgendwie finde ich das ein bisschen schade. Das ist so ein bisschen lieblos da zugekletscht. Finde ich, hätte man ein bisschen charmanter lösen können. Ich hätte zum Beispiel nach vorne genommen und gesagt, guck mal hier und mach doch alles als Ungeteiltes und Bellacore vereinigt die untereinander, aber irgendwie. Vor allem habt ihr eine Seite, wo nur drauf steht, das sind alles Beschränkungen. Und dann kommt auf der Gegenseite, hey, das sind aber alles Vorteile. Und dann denke ich so, oha, das ist aber krass, wenn man da so drauf ausgehen oder eingehen muss, was es alles für Vorteile gibt. Und das ist. Also für mich sind das so regionale Vorteile wie, hey, die Bellacore-Jünger können die Psykraft aus der Disziplin Noctis ermitteln. Ja, okay. Damit habe ich auch gerechnet. Ja. Ich glaube, da mussten einfach ein paar Punkte her, damit es mindestens genauso viele Vorteile sind wie Beschränkungen. Ja, Kreuzzug spiele ich nicht, deswegen sage ich dazu nichts. Ein Vorteil. Vom Aufbau her, das ist jetzt hinten. Das heißt, für Leute wie mich, die es nicht interessiert, die müssen gar nicht so weit lesen am Ende. Ja, also, ich glaube, ihr habt mitgekriegt, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja. Liegt vielleicht auch an meinem Nurgle. Bekannter spielt Korn, dem habe ich gesagt, hey, kannst du jetzt wieder richtig geil spielen. Ich hätte richtig Bock, auch jetzt mal mit einer Korn-Armee anzutreten in 40k. Habe ich nicht, hole ich mir jetzt nicht auch noch. Ja. Ich erfreue mich meiner Nurgle lieber dann in AOS. Da sind die noch gut spielbar. Ja, also insgesamt einer der schwächeren Codices aktuell. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, was demnächst noch kommt. League of Woten haben wir ja noch offen. Da habe ich auf jeden Fall schon die eine oder andere Sache gesehen und mache nochmal ein extra Video dazu. Astra Militarum kommt noch und World Eaters kommt noch. Das sind so noch die, die ich jetzt auf dem Schirm habe. Ich glaube, dann haben wir auch alle drin. Und wahrscheinlich kommt dann Anfang des Jahres eine neue Edition, dann ist das alles wieder beim Haufen. Aber, Resümee, hat sich nicht gelohnt. Also, die haben ganz viele von den Sonderregeln weggenommen, die haben ein paar dazu gepackt, die fangen das nicht auf. Und ja, hier so dicke Kerls, ne, wie der Großverpester, die kosten in Anführungszeichen nur 300 Punkte. Aber wenn dahinter nichts mehr kommt, ja, dann geschenkt. Ja? Als Gegner, ich wüsste jetzt Bescheid, ich schieße den Großen weg, beim Rest easy peasy, sitze ich aus, ja, schieße ich genüsslich aus der Entfernung weg, brauche ich halt nur mehr Zeit. Ja. Das Einzige, wie gesagt, bei Korn, da würde ich mir echt ein paar Gedanken machen als Gegner, wie bringe ich Distanz zwischen die und mich und hoffentlich kommt der nicht schnell genug ran. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ganz anders gelesen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht madig gemacht, aber ich finde es immer wichtig, dass man das. Ja, es ist ja keine Verkaufsveranstaltung, ja, ich kriege dafür nichts, ich habe den selber bezahlt. Klammer auf, ärgere mich schon ein bisschen für das Geld, weil aber meine persönliche Erwartungshaltung einfach hochgesteckt war vielleicht oder zu hoch. Aber vielleicht seht ihr das ja ganz anders, dann schreibt mir das auch gerne drunter. Vielleicht habe ich ja Sachen auch falsch verstanden, falsch gelesen. Oder vielleicht habt ihr schon erste Spiele und sagt, boah, das wirkt sich doch deutlich besser aus, als ich das jetzt hier formuliert habe. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr dranbleibt.
gebt mir gerne ein Like, kommentiert auch, was ihr sonst sehen wollt. Folgt mir bei Instagram, da seht ihr auch immer mal wieder meine Fortschritte, wie zum Beispiel meine Nörgelsachen, die ich gemalt habe und den anderen Stuff. Sonst bleibt dran und bis bald. Euer Tabletop-Talk. Ciao.